Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur weiteren CSGO Matchmaking. Auf, oh fuck! Boah, was für krasse Bunny Hops, Alter. Hallo? Hallo Team. Oh nein, sie. Ah, nice, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, die reden nicht. Der eine redet nicht. I've got a few sobbing. Direkt Timeout, nice. So kommt das Spiel dann richtig in Fahrt, direkt zu Anfang. Na klar, Timeout. Ich hoffe nur, dass die Spieler dann nicht denken, sie spielen auf B, ne? Weil ich habe jetzt B dick angesagt. Ey, jetzt geht aber bitte nicht alle... Ah, sehr gut, sehr gut. Du gehst auf A, ne? Und Blau geht bestimmt auch auf A. Okay, naja, sind wir halt zu viert auf B, blocken uns erstmal in den Tod, ne? Geiler Scheiß. Es ist natürlich ein A-Go, ne? Warum auch nicht? Shit. Fuck, das war doch... Oh, aber sie kommen. Jeez. Sorry. Oh, der eine hat noch 60 gefressen. Scheiße, wir waren zu viert auf B. Also das war keine gute Idee. Man kann zu dritt auf B gehen. Das ist in Ordnung. Aber zu viert, das ist schon wirklich Glücksspiel dann. Ob die Tees wirklich auch kommen. Das wirkt aber schon mal wie eine richtig geile Truppe hier, die Boys. Das freut mich. Ein Fullflash, geiler Scheiß. Okay, ich glaube, ich rotiere direkt rüber. Wahrscheinlich haben sie jetzt genug Paroli bekommen und gehen direkt auf A. Ich gehe einfach davon aus. Ja, all coming. Maybe library. Two shots, 10 HP. Side. Wow. Schade, ich dachte, das wäre in ein Library rein, weil der den Mate direkt vor Library gekillt hat. Das wäre recht raffiniert gewesen, wenn er da reingelaufen wäre. Aber ihr wisst ja, oftmals überschätzt man die Feinde. Man spricht ihnen zu viel Raffinesse zu. Bomb in front of B. Bomb down. Oh Gott, ey. In die Ding reingelaufen. Bomb is down, Blender. You can fall back if you want. Oh Gott, sorry, Green. Sorry, sorry, sorry. Ah, komm schon. Ja, das ist ein geiles Spiel. Ich riech schon. Das ist ein ziemlich geiles Spiel hier. Alter, hab ich viel Cash? What the fuck? Ich glaube, ich bleibe auf der Ump. Ja, ich bleibe auf der Ump. Let's make this rain as rain. Rain. Oh, ich hab einfach wieder das Team des Grauens hier am Start, ne? Die sind so cool am Callen, die sind gut drauf. Lachen, schreien rum. Einer ist zwar nicht am Callen, leider, aber gut. Gut, man kann nicht alles abmachen. Boiler One, nice. Haben die irgendwelche coolen Waffen gehabt? Escape, what the fuck? Jetzt ist halt die Frage, soll ich upgraden? Ich mach's nicht. Ich bin einfach knallhart und mach's nicht. Genau, hier die, ah, die sind krass drauf. Die haben jetzt gleich eine Eco, der eine hat mitgezählt. Also ich meine, das ist nicht schwer, wir haben jetzt halt zwei Spiele am Stück gewonnen, das heißt, höchstwahrscheinlich haben sie jetzt eine Eco. Und deswegen molle ich hier auch direkt. Ah, da ist noch weggerannt, der ist noch reingerannt, glaube ich. Okay, rotate. I can rotate too. So, dem habe ich noch schön eine mitgegeben, jetzt gehe ich auf A. Alles klar, scheinbar ist da doch noch jemand, vielleicht sogar noch einer mehr. Alter, wie sie einfach ultra wieder geforst haben hier, die Fürzen mit. Den jage ich jetzt, letzter 3 HP. Meiner. Der kleine Boy, wo ist er denn? Da war ein Appartement. Also ich will jetzt nicht so extrem reingehen. Dann gehe ich lieber wieder auf B und gucke, dass er nicht durchgeht. Na gut, aber er kann nicht auf B gegangen sein. Der Mate kommt gerade wieder von hinten. Also er ist irgendwo, steht rum und hat Angst. Ja, ja, hieß der. Jawohl, Mann. Ich muss schon wieder nicht kaufen. Ich bin gleich der reichste Boy der Welt. Achso, braucht jemand was? Ey, das Spiel läuft gerade wie am Schnürchen, ne? Also nicht vom Spielstand her, einfach von den Mates her und wie das Spiel gerade so abläuft. Also einfach, dass es cool ist, lustig ist, ist hervorragend. So gefallen mir die Matchmaking. Nur leider habe ich die schon seit Jahrzehnten nicht mehr so gehabt. Die letzten paar Matchmaking, die ich hatte, waren einfach alle hingeschissene Affenkacke mit Leuten, die nicht labern, mit irgendwelchen Streamern, die Teamkills machen, weil sie... sorry, meine Leute haben mir gespendet, ich muss jetzt einen Teamkill machen. What the fuck, man? Ich weiß nicht, wie man so bastardmäßig unterwegs sein kann. Der Mate ist hinter mir, alles klar. Ich lade kurz nach. Fuck, wo? Boiler. Okay, dann soll er gerade mal herkommen. Ich bleib kurz hier hinten oder ich gehe ein bisschen näher ran. Aber nur minimal. Er ist close. Oh, nice. Nur noch einer, alles klar. Vielleicht kriege ich auch noch einen Kill. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er gibt mir. Kommen die jetzt endlich mal hier lang? Wahrscheinlich kommen sie jetzt gleich. Ich krieg den Headshot. One is coming. Ah! Nein! Scheiße, he's low HP, he's coming B. Man sollte immer vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Hier kommen die endlich mal B. Und dann auch noch wir beide. Sehr bitter. Na, immerhin schon mal den Assi eingeholt. No, no. 71 habe ich ihm noch gegeben. Die planten auf B. Au. Oh, war eine gute Idee, aber leider hat er so hart gefuttert. Nur noch zwei, ne? Ja. Schade. Es war halt bitter, dass sie da durchgekommen sind. Wir hätten in dem Moment, wo der Molly von den Feinden kam, schon ein bisschen zurückgehen sollen und abwarten, gucken, was ist da los, ne? Aber hey, jetzt kann man es ja in Zukunft besser machen, nicht wahr? Ich nade wieder deep rein und
Molly vor uns und geht dann zurück. Ja gut, wenn sie halt jetzt doch wieder auf A gehen, dann kann man hier auch ein bisschen ran. Oh, danke, I rotate. Shot. Oh, fuck with AWP. Nö, was war denn das? Der Mate hat eben... Oh, er hat einen Diffuse. Aber schafft er nicht mehr. Immerhin hat er die AWP gesaved, das ist ja schon mal was, aber... Ein Sieg wäre auch nicht schlecht gewesen. Oh, sorry. Oh, nice, ist abgefackelt. Na also, ich würde sagen, dieser Team Molly war eine gute Idee. Ha! Ja, wer durch den Smoke schießt, bekommt natürlich auch durch den Smoke gedrückt, das ist klar. Nice. Es sind nur noch zwei gegen zwei. Ich hoffe, dass... Oh, wow. Scheiße. Okay, nice. Jawohl, er hat beide geholt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er den anderen auch geholt hat. Nee. Ich rotiere hier direkt durch. Second mit. Wo ist die Diegel? Wo ist die Diegel? Wo ist dieser eklige Diegel-Spieler? Im Haus drin. Noch einer, oh mein Gott. Ja, one T-Apps und one CT-Apps. Ich wollte gerade reingehen und den Diegel-Spieler holen. Ihr seht dann, es sind noch zwei. Hoffentlich ist er nicht hinter mir. Boom, er ist hinter mir. Scheiße. Das war eine sehr schlechte Entscheidung. I'm guessing he's going B. I'm exactly sure he's going B. Und dann rotiert er, dann kommt es. Scheiße. Jawoll! CZ, halt dein CZ. Bin zwar nicht gut damit, aber hey. CZ ist CZ, ne? Oh shit. Ich habe ja gesagt, ich spiele jetzt öfters Galil und Farmers in Force-Runden und das werde ich jetzt hier doch tun. Ich traue mir nicht zu gucken. Die AWP ist einfach zu krass. Is A long clear? I'm dead. I'm coming. Banana, he's low. Mir kommt das immer so eklig vor, also wenn ich hier Mitte runter gucke und da ist eine AWP und sowas, die wollen Granaten schmeißen, wir müssen die Granaten ja in den Ding reinschmeißen, also auf Stairs rein, sonst wird das nichts. Nice. Shit! Jawohl! Okay, 2 gegen 2, das sieht doch gar nicht so übel aus. Da ist die AUP, Banana Last, go together. Oh, he's close! Nice. In den Rücken gejuckelt. Sehr schön. Man muss echt sagen, die AWP-Spieler von denen sind gar nicht mal so übel. Also hier auf B habe ich wirklich Schiss, in Banane runter zu gucken. Weil er da so stabil am Rumstehen ist. Am Bein ist, wie die Kids sagen würden. Oh, maybe B. AUP, down. Fuck. Bomb down. Oh, sorry, I'm retarded. He's half HP. Nice. Oh mein Gott, wo habe ich gerade hingeaimt? Ich weiß es nicht. Aber gut auf! Sneaky, because normally they will push on mid. Okay. Sneaken wir jetzt ab hier schon? Ja, ne? Ich habe ja Rüstung gekauft, deswegen bin ich praktisch unbesiegbar, ne? Oh Gott, da oben drauf. I'm pit, it's clear. We can plan for short. One long. Komm, das haben wir im Griff. I'm watching short. Short one. Short is down. Sehr schön, Apps ist down. Oh yeah, Alter, was, wie koordiniert wir durchgehen. One shot is down, one Apps is fucking down. Long fucking day. Oh mein Gott, das ist so nice. Was machen wir jetzt? B-Rush, Jungs? Oh, Mitte ist einer gepusht, alles klar. Nice, let's go B. Mein vielleicht second die B. I'm going for plant. Nice, da ist einer, genau. Sehr schön. Alter Verwalter, krass. Jetzt haben wir sie überfahren. Das war wirklich scheinbar Ekunsi bei Banane, weil er holt ja gerade die Kills des Grauens. Okay, also jetzt müssten sie wieder Waffen haben. Das heißt, es könnte für uns etwas schwierig werden, das einfach so zu durchfahren, die ganze Chose. Soll ich die Bombe mitnehmen? Willst du die Bombe nehmen? Ich nehme sie. Okay. Wir gehen durch. Oh, der eine ist schon auf Long. Aber er... Nein. Oh mein Gott. Ich salvage spielen mit. He's going short now. Ich habe so viele Momente, wo ich auf die Entfernung echt richtig am Reinhasseln bin. Aber wenn jemand close ist, dann kriege ich es nicht gebacken. Ich, so ähnlich wie er, dann zappel ich so rum und ich krieg's nicht hin. Ich kann nicht auf Close Range richtig aimen. Mit einer Pistole vielleicht dann eher, aber nicht Dauerfeuer so. Nun ja, es sieht da ganz gut aus. Also 12-7, das war eben auch ihre Kaufrunde, oder? Halt, womit hat er geschossen? Mit einer MP, oder? Hat doch keine M4 gehabt. Hat er eine M4 gehabt? Selbst wenn sie eben in Crab Force gemacht haben, können sie jetzt auch nicht viel machen. Also jetzt haben sie ja dann überhaupt gar nichts. Ja, und Spot ist down. Komm schon, lauf, incoming. Komm schon, blau, fuck. I'm gonna cover CT. I am CT. Where's bomb planted? For short. Oh, fuck. 86 in 2? Also wie kann man nur so ein kleines Glücksschwein sein, du Ferkelchen? Ich hätte andersrum gehen sollen. Ich habe aber zu spät gefragt, für wo die Bombe gelegt ist. Ich war praktisch schon zu weit drin. Ich hätte vorher fragen sollen, wofür hast du gelegt, als es noch safe war? Und dann hätte ich mich nämlich für links entschieden und hätte da wahrscheinlich die glücklichere
Variante gehabt. Sie können sich jetzt ruhig auch ein bisschen recovern. Also die Cities, ne? Sollen ruhig mal ein paar Runden holen. Jetzt haben sie hier gesmoked. Der ist das doch zum Kotzen, oder? Wow. Renn, bruh. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wir müssen ihn noch durchkriegen. Er darf jetzt nicht sterben. Sehr schön, sehr schön. Haben sie geholt, alles klar. Wenn ich solche Spiele spiele, dann muss ich jedes Mal sagen, ich kann mir vollkommen vorstellen, mit so einem Team auch Matchmaking, LE, LM oder auch Supreme zu erreichen. Also ich stimme auf jeden Fall zu, wenn jemand sagt, hey, mit einem Full-Team kannst du easy im Matchmaking auf so und sowas hin und her, Lirum Larum kommen. Pit. Hier ist Pit. Incoming. Go, go, go! Wobei ich nicht sagen will, dass es alleine nicht auch geht im Solo-Queue. Man kann da auch Supreme und Global und Co. erreichen. Es ist nur, und da müssen wirklich, ich glaube, da kann es keine Gegenstimmen geben, schwieriger. Wie wenn man mit einem Full-Team spielt, das einfach cool drauf ist und die auch ganz gut sind. Nicht Carry-mäßig. Das meine ich nicht, dass man jetzt irgendwie sich hochboostet, sondern einfach, ihr wisst, was ich meine, einfach ein gescheites Team. Ah, logisch, dass es damit dann besser geht. Ach, oder Variante 3, man spielt Solo-Queue, aber hat sehr viel Glück mit den Mates. Dann ist natürlich auch machbar, ohne Problem. Und schon. Mit Steps. Haha. Vorzüglich. Ja gut, letzte Runde, letztes Glück. Wir haben einen Bot. What the fuck? Warum haben wir einen Bot? Ah, er ist wieder da, okay. Wollte gerade sagen, es ist doch jetzt nicht... Mid one, close, left side. Das war halt jetzt echt schweinedumm, ne? Oh, okay, er muss ein Timeout haben. Der eine ist immer noch nicht da. Sehr gut, Bot bleibt hinten. Okay, er geht Aparts hoch. Er droppt die Bombe runter. Dann nehme ich sie direkt mit. Oh, das ist jetzt aber bescheuert, dass der Mate weg ist, ne? Das könnte jetzt etwas hart werden. I go for plant. For short. Ich, molle hier einfach mal. Oh mein Gott, nade is out. Ha! Noch ein Assist eingesackt. Nice. Nice. Das war echt ein pretty, pretty nice game. Auch jetzt ohne den letzten Mate. Schade. Das war der Kerl, der andauernd bei mir mit dabei war, oder? Auf B vorhin. Der Purple. Ja. Der war auch ziemlich lässig drauf. Schade, dass er jetzt rausgegangen ist. Dann kriegt er den Win ja gar nicht mit, oder? Das war echt eine nette Runde. So kann es ruhig öfter kommen, ne? Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, kannst du einen Daumen nach oben geben. Aber wenn nicht, und du gibst trotzdem einen nach oben, dann boxe ich dich, klar. Ist logisch. Ach ja, und für alle, die jetzt noch da sind, oder für einen von den Leuten, die jetzt noch da sind, gibt es eine Grimm. Und die könnt ihr bekommen, wenn ihr am Schluss irgendwas mit grimmig schreibt, dass ihr sehr grimmig seid, oder grimmig, also grimm. Irgendwo in euren Kommentaren noch hinzufügen oder so. Ihr könnt das Wort auch einfach random irgendwo reinschreiben. Mein Haus Grimm war heute schön oder irgendwie sowas, wie auch immer. Ciao, ciao.